Herr Hafeniger, hat Sie diese Meldung heute überrascht, mit Insolvenzantrag gestellt von der Signa? Ehrlich gesagt hat es mich nicht überrascht. Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, dass dieses Kartenhaus in sich zusammenstürzt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe bereits vor dem Sommer gedacht, dass der irgendwie im Gebälk knirscht. Ja. Mhm. Denn auch diese Kicker-Liner-Geschichte und so weiter hat mir ja eher mehr als Notaktion ausgesehen oder zumindest irgendwelche Krankenteile des Unternehmens abstoßen, als alles übrigens selbst krank gemacht. Also ich möchte niemandem die Schuld geben, sondern man hat ja diesen Konzern total filetiert. Aber man hat zumindest offensichtlich Posten weggelegt, wie zum Beispiel die offene Steuerrückzahlung, die es in der Höhe von ca. 150 Millionen Euro gegeben hätte. Ja. Also hat man das Unternehmen vorher lieber gegen die Wand gefahren. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist und dass sich das jetzt so entwickelt hat, auch wenn man sich die Entwicklung um Elbtower anschaut, nicht, wie diese Baustelle plötzlich gestanden ist. Dann war man nicht mehr liquid, dann hat man Investoren gesucht und so weiter. Also es war leider Gottes abzusehen, aber nur der Knall, den das jetzt verursacht, der ist natürlich ein gewaltiger. Und mich erinnert das schon ein bisschen an Wirecard. Okay, darüber reden wir dann noch weiter. Ich möchte gerne zu zwei Ex-Kanzler kommen, durchaus unterschiedliche Fälle, aber auf jeden Fall sehr hoch dotierte Beraterverträge. Wir haben schon geredet, einmal Alfred Gusenbauer hat 6 Millionen Euro bekommen, Sebastian Kurz hätte knapp 2 Millionen bekommen sollen, hat es aber nicht bekommen. Was sagt denn das eigentlich aus, dass gleich zwei Ex-Kanzler so enge Beziehungen offenbar hatten zu René Benko? Naja, man sieht schon, dass er immer die Nähe zur Politik gesucht hat, ganz offensichtlich, vor allem zu den politischen Netzwerken. Und wenn wir uns auch die letzten zwei Untersuchungsausschüsse vergegenwärtigen, da sieht man ja ganz klar, dass René Benko natürlich mit allen immer auf Tuchfühlung gewesen ist, wenn ich mich nur daran erinnere, was wir in den Akten lesen konnten, zum Beispiel zum Einstieg in die Kronenzeitung, da ist er mehr oder weniger doppelt verhandelt worden. Ja. Da ist also Dichern mitbetreut worden, auf der anderen Seite der Benko, der hat dann beide sowohl den Herrn Kurz als auch den Herrn Schmidt interviewt, wie da jetzt gerade der Stand der Dinge ist. Also da hat man ja im Prinzip den Herausgeber der Kronenzeitung ziemlich auflaufen lassen, um dann dem Herrn Benko den Einstieg zu ebnen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es offensichtlich immer eine ganz massive Vernetzung gegeben hat. Oder erinnern wir uns an den Kauf von Kicker-Liner zurück? Auch das eine sehr, sehr eigenartige Geschichte. Damals hat es den Justizminister Moser gegeben, der es zu Wege gebracht hat, zwischen Weihnachten und Silvester ein Bezirksgericht aufzusperren, um den Kauf von Kicker-Liner möglich zu machen. Das geht beim Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, die Nähe zur Politik ist aus meiner Sicht immer da gewesen. Ja, und dann gibt es halt den Herrn Gusenbauer, auch das eine interessante Figur in diesem Spiel. Der war immerhin Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Holding. Und man darf übrigens noch jemanden dabei nicht vergessen, nämlich auch den Herrn Haselsteiner, das ist der Oligarch der Neos, der ist ja da auch noch mit drinnen, der Sponsor der Neos, mit, ich glaube, 15%, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Beteiligte. Und der Herr Gusenbauer war jedenfalls Aufsichtsratsvorsitzender. Und jetzt ist ja bekannt geworden, dass der Herr Gusenbauer sein Gehalt oder seinen Bezug damit begründet, dass er Finanzberaterleistungen dort erbracht hätte. Jetzt stellt sich heraus, dass der Herr Gusenbauer gar keine Lizenz dazu hatte. Das heißt, er hat ja sowas bei den Anwälten, würde man Winkelschreiberei dazu sagen. Also im Wesentlichen ist es offensichtlich dazu gekommen, dass man Geld unter ihr mit irgendeinem Marschall in Richtung der Politik geschoben hat, also zu den Neos, zur SPÖ und natürlich zur ÖVP, die in der letzten Zeit sich offensichtlich am meisten um den Herrn Benko gekümmert hat. Und da fällt noch eines auf, weil Sie haben es vorher gerade in der Moderation auch gesagt. Auf der einen Seite ist der Herr Kurz, dem man, glaube ich, das halbe Geld schuldig geblieben ist. Genau. Auf der anderen Seite ist der Gusenbauer, der es gekriegt hat, aber die Lizenz nicht gehabt hat. Da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und ich kann es nur damit begründen, im Gegensatz zum Herrn Kurz hat der Herr Gusenbauer zumindest ein fertiges Studium. Ja? Vielleicht ist das der Unterschied im Tarif. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber um ernsthaft zu bleiben, man sieht ganz offensichtlich, wird Geld in die Politik und in die Nähe der Politik irgendwie transferiert, ja, um am Ende des Tages dann Vorteile zu erlangen. Aber jahrelang, ich war ja bei diesen berühmten Törgelen-Einladungen nicht, aber jahrelang konnte man immer beobachten, dass da schon sämtliche Parteien hingegangen sind, auch FPÖ-Vertreter. Ich glaube, der Heinz-Christian Strache war regelmäßig dort. Wieso ist diese Verschwommenheit, ist das normal oder? Ich weiß nicht, wer dort alle herumgekugelt ist. Ich weiß jedenfalls nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Herr Strache dort war oder nicht. Aber laut Fotos schon. Ja, ich habe heute gehört, also ist mal
im Medium X zum Vorwurf gemacht worden, naja, die Frau Riss-Passer ist ja da auch noch dabei gewesen, nicht? Über Unica und so weiter. Mhm. Wobei ich eins gesagt habe, also die Frau Riss-Passer oder jetzt nicht mehr Riss-Hahn. Riss-Hahn jetzt, das ist schon länger mit der ÖVP verbandelt und liiert, als sie bei der FPÖ gewesen ist. Also die jetzt noch irgendwas FPÖ-Person zu bezeichnen, halte ich für Hanebüchern. Ja. Aber auch das kocht immer wieder auf. Nein, also warum es die Nähe gibt, das kann ich mir eben nur davon oder damit erklären, dass man sich halt Vorteile erwartet. Ja. Was das mit Oppositionsparteien für Vorteile sein soll, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass wir, die FPÖ, so wie sie jetzt aufgestellt ist, in dem Umfeld nie unterwegs gewesen sind und auch nicht sein werden. Was bedeutet denn diese Pleite von Ziegner jetzt auch für diesen Urschuss? Sie haben ja jetzt gemeinsam mit der SPÖ einen Urschuss zu COFAG, also zu der Corona-Hilfe für Unternehmen. Da geht es ja unter anderem um René Benko, weil sie wollen ja die Big Shots und nicht die Kleinen da prüfen. Was bedeutet das jetzt? Ja, das heißt, dass wir bereits im Juni mit unserem Untersuchungsausschussantrag seitens der Freiheitlichen Partei vollkommen richtig gelegen sind, weil wir waren die Fraktion, die im Juni schon diesen Kicker-Leiner-Untersuchungsausschuss gefordert hat, weil wir gewusst haben oder geahnt haben, dass da noch etwas anderes nachkommen wird. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir jetzt diesen Untersuchungsausschuss gemeinsam mit der SPÖ eingebracht haben, weil das dazu führt, dass wir möglichst rasch an die COFAG-Akten kommen. Ja? Mhm. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass die ÖVP vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, die Schredder anzuwerfen, wie sie es sonst immer machen würde. Das heißt, wir sehen da eine gewisse Verdunkelungsgefahr seitens der ÖVP und seitens der Regierungsbüros der ÖVP. Und dem muss man entgegenwirken. Und bitte vergessen wir nicht, in der COFAG waren 19 Milliarden Euro drinnen, die hier verteilt worden sind. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass das nicht auf dem Boden der Verfassung gestanden ist, dieses Konstrukt. Man hat es der parlamentarischen Kontrolle entzogen. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit dazu und genau das werden wir auch tun. Und gerade das Beispiel Benko ist für mich eines, woran man auch festmachen kann, dass es offensichtlich in Österreich Leute gibt, die sich schlicht und ergreifend leisten können, die halt zu den sogenannten Milliardären gehören, die halt eine VIP-Behandlung bei verschiedensten Behörden bekommen. Ich glaube, der ist sogar ein tatsächlicher Milliardär, nicht nur ein sogenannter. Naja, jetzt wissen wir es halt. Also wenn er ein tatsächlicher wäre, dann hätte er ja seinen Karren selber aus dem Dreck ziehen können. Voriges Jahr noch 4,4 Milliarden schwer. Heute dem Sebastian Kurz Millionen schuldig, also irgendwas stimmt in der Rechnung auch nicht. Jetzt muss man die Frage stellen, ist die Forbes-Liste richtig? Hat übrigens auch die Finanzmarktaufsicht und alle anderen Kontrollinstanzen haben die diese Signer-Geschichte richtig eingesetzt? Oder war es ein Luftballon, so wie eben die von mir vorher erwähnte Firma Wirecard? Das heißt, Sie vermuten, weil Sie jetzt Wirecard eben ansprechen, da noch was viel Größeres dahinter? Ich vermute tatsächlich was viel Größeres dahinter. Und man sieht ja auch bereits die Blutspur, die der Herr Benko ja durch die Handelsketten in Deutschland gezogen hat. Ja. Also da geht es ja natürlich um einen ganz anderen Faktor, auch an Immobilienbestand und so weiter, wo er eingestiegen ist. Und in Deutschland hat es ja zuerst damit begonnen, dass die Insolvenzen kommen. Und bitte vergessen Sie eines nicht, also diese ganze Signa Holding besteht, glaube ich, aus 1000 Einzelgesellschaften. Also das Ganze mal aufzudröseln, das hat für mich schon einen sehr, sehr kriminellen Beigeschmack. Also ganz offensichtlich hat man schon ganz bewusst ein sehr verschachteltes System dazu gewählt, um halt Dinge zu verschleiern, um Geld herumzutransferieren. Das dürfte eine Zeit lang gut gegangen sein, aber jetzt ist halt der Luftballon geplatzt und es stellt sich raus, dass ähnlich wie bei Markus Braun auch der Herr René Benko ganz offensichtlich ein Finanzjongleur gewesen sein dürfte und das mit den besten Kontakten zur ÖVP. Und da braucht der Bundeskanzler nicht hergehen und jetzt sagen, naja, das ist halt ein Fall für Insolvenzrecht und so weiter und so fort. Nein, der Herr Benko ist einer, der massiv gefördert worden ist von der ÖVP, genauso wie Markus Braun und Wirecard. Ist das dann etwas, das Sie auch in einem Urschuss kontrollieren wollen? Selbstverständlich, denn es kam ja im Zuge der Corona-Krise im Zusammenhang mit Kicker-Leiner eben zu dieser Steuerstundung in der Höhe von 150 Millionen Euro. Und dreimal dürfen Sie raten, wer den Schaden jetzt berappen muss, nachdem der Herr Benko und seine Signer das nicht mehr zurückbezahlen können. Das heißt, man hat auf der einen Seite Gewinne gemacht mit dem Verkauf der Immobilien, auf der anderen Seite hat man die Kicker-Leiner-Handelssparte in die Wüste geschickt, landläufig zu formulieren. Und am Ende kommt raus, dass der Steuerzahler mit einem Schaden da sitzt. Und die 5 Millionen Corona-Hilfen, die er sich auch noch geholt hat, über die möchte er gar nicht reden. Ja. So, das ist jetzt einmal das Erste, was wir wissen.
Das Zweite, was wir wissen, ist, dass es über 2 Milliarden Euro sein dürften, fast 2,5, mit denen österreichische Banken drinnen hängen. Ich glaube, Raiffeisen ist erwähnt worden, die Bank Austria, die erste Bank und eigentlich alle großen Namen, die es hier gibt, auch die Unica, habe ich, glaube ich, gelesen, hängt da mit drinnen. Das ist jetzt die nächste Frage. Was glauben Sie, wer die 2,5 Milliarden Schaden bezahlen muss, wenn die aus der Bilanz bei den Bankhäusern ausgebucht werden müssen? Ja? Draufzahlen werden natürlich wieder Mitarbeiter, die man abbauen muss, um die Kosten einzusparen. Draufzahlen werden die Kunden, die am Ende des Tages dann weniger Service dort haben. Und am Ende zahlt man natürlich dann, weiß ich nicht, wieder mehr Bearbeitungsgebühren, sonstiges. Also die 2,5 Milliarden Euro, die sind ja nicht weg, die sind nur woanders. Aber jedenfalls darf der Steuerzahler und der Konsument dafür berappen. Was könnte, was sollte die Politik aus Ihrer Sicht jetzt machen? Also genau das, was wir tun, nämlich die Verwaltung kontrollieren und ob die Verwaltung hier nicht versagt hat. Denn gerade bei den Kreditvergaben in Richtung der Signa-Gruppe frage ich mich schon, wo war die Finanzmarktaufsicht? Ja? Also jeder kleine Häuselbauer, der muss einen riesen Packen an Formularen ausfüllen und Erklärungen abgeben, dass alles rechtens ist, was er tut. Die Signa hat einen Kredit bekommen, wir haben das bereits im Sommer thematisiert, ja, der sehr, sehr eigenartig war. Der war mit Konditionen versehen, die es im echten Leben schlicht und ergreifend nicht gibt. Ja. Und wie Kredite in solcher Höhe, ja, wie die genehmigt werden können und wie die bei der Finanzmarktaufsicht vorbeikommen, das ist eine Frage, die man tatsächlich in den Raum werfen muss. Und da kann es natürlich entweder ein Verwaltungsversagen geben oder es ist Geld geflossen. Ja. Also verkürzt gesagt, also entweder sie waren zu dumm, ihren Job zu machen, oder es ist dort irgendwo irgendjemand korrupt. Und das müssen wir herausarbeiten, denn es wäre nicht das erste Mal, dass man das ja im Zuge oder im Zusammenhang mit der ÖVP und auch dem Finanzministerium unterstellen kann. Aber eins muss man zum Abschluss noch sagen, Donald Trump, und das habe ich wiederholt erlebt, als ich in den USA war, war regelmäßig in so einer Situation, ist ja auch in einer ähnlichen oder in derselben Branche tätig wie René Benko, wurde regelmäßig dann mit weiteren Krediten versorgt nach dem Motto too big to fail. Ist es nicht auch ein Zeichen, dass es bei uns doch eine Spur besser ist, dass er jetzt doch keine weiteren Kredite mehr bekommen hat? Oder glauben Sie, es war vorher schon so schlimm, dass... Ich glaube, es war vorher schon ganz schlimm. Erinnern Sie sich bitte an die Immobilienkrise 2008, ja, wie der Immobilienmarkt durcheinander gewirbelt worden ist. Ja. Weiß nicht, die Aktien von Convert bis weiß ich nicht was, auch in Österreich, da hat es ja ordentlich gecrashed, da sind viele Kleinanleger um ihr Geld gekommen. Mhm. Also spätestens da hätte man es sehen müssen, dass gerade der Immobilienmarkt einer ist, der schnell überhitzt und dass der sehr empfindlich auf Zinsentwicklungen reagiert. Denn ganz offensichtlich hat der Benko so knapp kalkuliert, dass sich am Ende mit den Zinsen, die er zu berappen hatte, mit dem Geld, das in diesem Spiel immer weitergetragen worden ist, oder waren es auch nur Buchwerte, die vielleicht gar nicht sozusagen der Realität entsprochen haben. Aber das hat dann dazu geführt, dass es wieder platzt. Und schauen Sie bitte gerade die immer noch anhängigen Immo-Gesellschaftsgerichtsverfahren an. Also das ist ja querbeet eigentlich eine Struktur, wo man schon fast sagen muss, da hat man den Eindruck, dass das eine mafiöse Struktur ist, denn ständig zerreißt irgend so eine Firma, dann werden die Immobilien wieder zu Schleuderpreisen hergegeben und so weiter. Also ich bin jetzt einmal gespannt, wer die Überreste vom Herrn Benko aufkaufen wird und wer dann der nächste große Zampano im Immosektor sein wird. Der nächste Sanierer, nicht? Weil der Herr Benko ist ja auch zu Kickerleiner als Sanierer gekommen und jetzt hat sich herausgestellt, er war der Ruinierer. Gut, wir werden das natürlich genau verfolgen. Danke, Christian Hafenegger, für das Gespräch. Herzlichen Dank.